So, also Leute, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Vlog und vor allen Dingen im neuen Jahr. Hier eine kleine Shape-Checkerei, denn interessant ist, dass ich mein Höchstgewicht fast wieder habe, aber die Shape besser aussieht als beim letzten Mal, als ich dieses Gewicht hatte. Und darüber werden wir heute sprechen und wir werden darüber sprechen, was sind meine Ziele fürs neue Jahr und welche Methoden und Lifestyle-Dinge aus dem vorigen Jahr werde ich mit ins neue Jahr übernehmen, weil sie sich so bewährt haben. Das finde ich immer sehr interessant. Eines meiner neuen Ziele ist aber definitiv wieder mehr Cardio einzubauen, denn klar, mein Krafttraining macht mich stark und auch mental stärker, aber ausdauernder und fitter. Dazu bräuchte ich noch ein bisschen HIIT-Training oder auch manchmal ein bisschen LIIFT-Training. Und deswegen sitze ich hier auch schon auf dem Fahrrad, denn was man hat, hat man. Und wir starten direkt durch mit den neuen Zielen. Dieses uralte Klappgestell, ey. Jedes Mal auf neu bin ich erstaunt, wie mich das fertig machen kann, ey. Schweinerei. Boah, Schwein. Lass mich in Ruhe. Oh, ich kann gerade hier in den Club gehen, aber ich sage euch, das hat einfach nicht lange gedauert. Komm Schatz, wir packen jetzt noch irgendwie noch eine Kiste fertig, bevor wir ins Haus fahren. Was man hat, hat man. Was man hat, hat man. Was man hat, hat man. Dieses Motto, das liegt so noch nichts, aber ich sage euch, macht das mal. Wendet das mal an, jeden Tag. Wisst ihr, wie weit uns das schon gebracht hat? Ihr habt dieses Ziel, dieses Endziel, ja, das ist groß. Und um dieses Ziel zu erreichen, müsst ihr verschiedene kleine Steps erstmal aufführen, über einen längeren Zeitraum. Ja, das kommt euch dann, so jeder kleinste Step kommt euch dann im ersten Moment vorher so unwichtig vor. Dennis, das lenkt ab. Oh, schon wieder ein Workout. Das eine Workout bringt mich aber jetzt auch nicht ans Ziel. Jedes einzelne Workout zählt, Leute. Jede einzelne Kiste zählt. Jede abgeklebte Fußleiste zählt. Jede Wand, die du streichst, zählt. Das hast du schon mal. Ja? Dadurch bekommen diese kleinen Steps an Wichtigkeit. Dadurch ist die Motivation, um diese kleinen Steps auch auszuführen, viel größer. Und du tust sie und du erledigst diese kleinen Steps und bist im Endeffekt schneller am Ziel. Ich sage es euch, sonst schiebst du, weil es dir so viel vorkommt und du denkst, ach, diese einzelnen kleinen Steps, jo, macht jetzt auch nicht viel aus. Aber doch, die machen es aus. Die Summe, versteht ihr? Und was ihr habt, habt ihr, meine Güte. Deswegen, ich packe jetzt noch schnell eine Kiste. So, macht dieses Workout, isst dieses Gemüse, ja, macht diese eine bessere Food Choice, okay? Die bringt's. Was man hat, hat man. So, ja. Leute, mal einmal kurz an dieser Stelle etwas zu dieser Pflanze hier im Hintergrund. Ja, diese Pflanze ist wunderschön, aber das war nicht immer so. Diese Pflanze hatte eine schwierige Zeit. Guck, wie schön grün die jetzt wieder blüht und grünt. Ich liebe dich und es tut mir so leid, was wir dir angetan haben. Ich habe euch erzählt, in einem meiner Couple Q&As, wir hatten eine schlimme Phase vor 2 Jahren. Ja, vor 2 Jahren. Wir hatten eine schwierige Phase, wir beiden. Und hier in diesem Bad haben wir Abende für Abende gestanden und diskutiert. In einem anständigen Tonfall. Es waren regelmäßig in diesem Raum schlechte Vibes durch unsere Diskussionen, durch unsere Versuche, diese Krise zu beheben, ja. Und es war nicht leicht, aber wir haben den Weg daraus gefunden. Und seitdem sind wir ja wieder aufgeblüht und seitdem ist diese Pflanze wieder aufgeblüht. Und in dieser Zeit, in der wir so eine kleine Krise hatten, war diese Pflanze komplett vertrocknet und hat ihre ganzen Blätter verloren und die war gelbbraun. Waren diese Blätter ausgetrocknet, Leute? Und ich habe gedacht, scheiße, ich muss diese Pflanze entsorgen. Ja, aber nein, auf einmal ist sie wieder so prachtvoll aufgeblüht. Leute, it's all energy, it's all vibes, okay? Nee, aber einmal kurz hier. Guck mal, die Shape ist nice. Die Shape ist doch nice. Flat belly over here. That flat belly of yours? Oh, yeah. Wow, Schatz. Yeah. Wow, nice. Ja, der hat auch Fortschritte gemacht. Aber ich verweise nochmal auf mein Food Combining Video und meine Flat Belly Tipps, denn es funktioniert. Guck mal hier, Schulter und Arm. Türsteher. Yes. Natürlich trainiere ich Oberkörper noch hart. Ja? Klar. Ja? Ja. Natürlich. Ja. Sonst sieht das auch alles nicht so aus. Nee.
Aber so normal, so und im schicken Kleidchen sieht es halt einfach nur toned und fit aus und nicht irgendwie monströs. And that's the goal I wanted to achieve. And I did. So, jetzt komm, was machen wir heute? Wo ich hier gerade Bücher einpacke, ist mir das hier in die Hände gefallen. Das ist hier, das sind einfach ein paar Seiten über Ernährung, also Krebsvorbeugung im Alltag quasi, über die Ernährung und über gewisse Maßnahmen, die mir mein Heilpraktiker mal vor 15 Jahren in die Hand gedrückt hat. War schon damals irgendwie ein riesengroßer, schlanker Mann mit weißen Haaren. Der sah damals schon irgendwie aus, als wäre er 100, ja, war aber topfit. Ich habe den auch jetzt vor kurzem nochmal gesehen, als ich in meiner Heimat war. Und der sieht einfach immer noch genauso aus. Der sieht immer noch aus wie 100. Groß und schlank und topfit. Dieser Heilpraktiker, der hat einfach damals, als ich schon mini klein war, bei mir Krankheiten oder gewisse komische, unerklärbare Symptome meines Körpers behandelt, ja, wie sonst kein anderer. Ich werde das nie vergessen. Einmal als kleines Kind haben sich meine ganzen Hände geschält und kein Arzt der Welt konnte erklären, was das ist und was man dagegen tun kann. Da war ich einmal beim Heilpraktiker hier bei meinem Lieben und ja, der hat mir irgendwie ein paar Globuli gegeben, nachdem er mir an den Armen gezogen hat und hast du nicht gesehen und zack, war es weg. So mit 19 oder so habe ich gedacht, ey, komm, geh doch nochmal zu ihm. Lass dich einfach mal abchecken und so weiter, weil ich war immer sehr, sehr oft krank, ja. Ich war sehr oft krank. Und dann bin ich zu ihm, ja, er hat mir an den Armen herumgezogen und gemacht und gedrückt und getan. Und das Erste, was er mich damals gefragt hatte, war, ob ich glücklich in meiner aktuellen Beziehung bin. Mit anderen Worten, du hast den falschen Partner und damit hat er im Endeffekt auch absolut recht, ja. Und ich soll mich bitte gesund ernähren. Und er hat mir das halt in die Hand gedrückt und ich damals, ja, wo ich mich schon irgendwie, seit ich 10 bin, mit Ernährungsthemen befasse und einfach für eine 10- bis 20-Jährige wirklich wahrscheinlich immer schon besser als der Durchschnitt in diesem Alter ernährt habe, habe ich gedacht, nee, ich ernähre mich doch gesund, ich weiß doch alles. Ach, brauche ich nicht reingucken hier in das Heftchen. So, ich habe jetzt zum ersten Mal hier reingeguckt und das ist im Grunde genommen genau das, was ich heutzutage an den Tag lege. Das ist genau das, wo ich heutzutage angekommen bin, ja. Und damals habe ich aber gedacht, nee, ich bin schon gesund. Dabei war es einfach nur pseudo-gesund, ja. Mit meinem, jo, Roggenmischbrot aus der Bäckerei oder vielleicht mal ein Vollkornbrot und meinem körnigen Frischkäse drauf und Tomaten. Oder meinen Vollkornnudeln mit ein bisschen Tomatensauce, ja. Und Fitzel Gemüse als Beilage. Wow, ich meine, klar, alles noch besser als andere in diesem Alter, die bei Meckes abhängen oder in Dönerbuden. Aber es war halt auch nicht gesund. Also was ich jetzt sagen will, man kann das Rad oder muss das Rad gar nicht neu erfinden. Ja? Man muss in die Natur blicken und einmal kurz nachdenken. Ja? Und das hat der gute 120-jährige, wunderbare Heilpraktiker schon immer gewusst. Deswegen ist er auch inzwischen wahrscheinlich 150 und sieht immer noch so aus wie damals mit 100. Mama, was hat er immer gesagt, von wegen das mit der Currywurst? Er hat immer gesagt, lieber einmal die Woche eine Currywurst, als immer leiden, weil man sich alles versagt. Also an diesen Satz dürfen sich alle erinnern, denen das noch sehr schwer fällt, ja, die gesunde Ernährung. Aber grundsätzlich sag ich natürlich, je länger du das praktizierst, ja, desto einfacher fällt dir das und desto weniger wirst du die Currywurst vermissen. Dann brauchst du die irgendwann gar nicht mehr. Aber so zum Einstieg, ne, das verhindert so ein bisschen dieses Schwarz-Weiß-Denken, dieses ganz oder gar nicht. Was wir auch hier beim Packen haben, ne? Also lieber einen Karton gepackt und schon mal rübergeschleppt, als am Ende da hast du noch gar nichts gemacht. Verstehst du? Am Ende bist du froh. Das bringt was. Diese kleinen Steps, Leute, was man hat, hat man. Wobei die Currywurst für nur ein Symbol ist für irgendwas, was man wahnsinnig gerne mal hätte. Auf dem Teller, ne? Muss natürlich kein Currywurst sein. Danke, Mama, für die Infos. Sonst haben wir jetzt nur noch Cheat Days mit Currywurst gemacht. Nein, esst bloß kein Currywurst, Leute. Wir essen noch kein Schwein. What the hell is going on? Frühstück. Einmal die Woche Currywurst, oder wie war das? Come on over, have some fun. Dancing in the morning sun. Kurzen Abstecher gemacht an dem Beach. Musste sein, Leute. Nein, das ist hier noch das Schlafzimmer vom Vorgänger. Also eigentlich hat es was, aber ich hätte hier gerne so eine kleine Polsterwand hin. Also nur, dass ihr checkt, wir sind gerade wieder in unserem Haus. Einmal geswitcht. So eine Polsterwand hätte ich gerne hin. Habt ihr da Erfahrung? Habt ihr eine Empfehlung? Boah,
darin noch überhaupt keine Erfahrung. Auf jeden Fall, Leute, bezüglich Ziele 2020, natürlich, klar, das Haus hier fertig kriegen, einziehen und so weiter und so fort. Dann viele persönliche Ziele, berufliche Ziele. Klar, hat man alles. Natürlich in erster Linie mein Kind, dass es diese Veränderung gut hinkriegt, dass es einen schönen Schuleinstieg hat, dass es einen schönen Kindergartenwechsel hat, dass er hier glücklich aufwächst. Das ist mein größtes Ziel immer in meinem Leben. Ja? Also diese persönlichen und weiteren Ziele, die ich sonst noch so habe oder Projekte in meinem Kopf, ja, da bin ich immer eher so der Typ, ne? Work in silence, so, ne? Und abgesehen davon habe ich noch viele große Ziele, die aber total uneigennützig sind. Beziehungsweise dadurch, dass sie so uneigennützig sind und eher für andere hilfreich, sind sie wieder eigennützig, weil mich das glücklich macht und mich das erfüllt. Ja, also ganz, ganz... Ach, ich finde, man muss einfach mit dem, was man kann, helfen auf der Welt und vor allen Dingen den Kinderleins da draußen. Ja, das ist unsere Zukunft. Ja, und das sind so kleine Engelswesen, die von uns abhängig sind und die wir formen können zu guten Wesen. Komm, egal. Aber um mal auf konkretere Ziele, jetzt auch hinsichtlich Fitness und Gesundheit und Lifestyle zurückzukommen, habe ich auf jeden Fall jetzt endgültig das Ziel, eine bessere Tagesroutine hinzukriegen. Schlafroutine, Aufstehroutine. Ich glaube, Dennis, das ist zu laut im Hintergrund da unten, Mensch. Da hast du auch wieder recht. Ihr wisst ja, das ist eines meiner größten Laster, dass ich viel zu spät ins Bett gehe. Ich habe das wirklich mehrere Monate sehr gut hinbekommen. Da habe ich euch noch das Video zugedreht, über wie wichtig Schlaf ist, weil ich da so intensiv gespürt habe. Ja, aber da war ich sehr schnell wieder raus. Ne? Bei manchen ist es, die brauchen halt mit der Ernährung etwas länger. Ja, ich bin mit der Ernährung inzwischen unfassbar easy und streberhaft unterwegs und es fällt mir überhaupt nicht mehr schwer. Bei mir ist es die Schlafroutine. So, und ich habe einen ganz, ganz festen Plan im Kopf, den ich definitiv spätestens, wenn wir hier drin sind, an den Tag legen möchte. Denn versteht ihr, mit so neuen vier Wänden, da kannst du nochmal ohne Altlasten reinkommen. Die ganzen schlechten Gewohnheiten lässt du drüben, ja. Da hier verbindest du noch nichts irgendwie mit einer... Ja, hast du noch keine Routine, weißt du? Da kannst du richtig von Grund auf starten und das sollte man direkt richtig tun. Und ich werde das von Anfang an tun. Ich versuche es natürlich jetzt schon, wenn wir auch noch nicht hier wohnen. Aber ich muss wirklich gestehen, es fällt mir sehr schwer. Mein Plan ist es, um 9:30 ins Bett zu gehen, ja, um 10 Uhr Licht aus. Ich könnte viel mehr aus mir selbst noch rausholen, wenn ich meinen Schlaf hätte, ja, also den ich brauche. Und ich brauche 8 Stunden, das habe ich absolut gemerkt. Nach 8 Stunden wache ich auf wie ein Baby und möchte den Tag starten, freiwillig, bin gut drauf und alles. Alles danach und alles davor ist zu früh oder zu spät für mich. Das heißt, ich will hier morgens aufstehen, bevor noch mein Kind wach wird, hoffentlich. Bevor der Tag beginnt, beziehungsweise ich möchte mit dem Tag aufstehen. Ich möchte dann hier erstmal raus. Mal einmal frische Luft schnappen, den Tag begrüßen. Es ist heute sehr regnerisch. Den Vöglein guten Tag sagen und dann erstmal vielleicht eine Runde meditieren. Ja, eine Runde Stretching. Auch schon mal ein bisschen was arbeiten, definitiv, ja. Ein bisschen Haushalt machen schon mal, ein bisschen Büro, ein bisschen schreiben, all solche Dinge, die kann ich morgens mit freshem Kopf viel besser tun. Und jetzt mache ich das abends, nachdem ich Romeo ins Bett gebracht habe und das kann mal sehr lange sich ziehen, weil wir eine sehr ausgedehnte Gute-Nacht-Routine haben, was auch super toll ist und ich jedem empfehle, wir hatten noch nie Knatsch ins Bett gehen zu müssen, weil die Routine einfach so schön ist. Kleiner Tipp an alle Mamis da draußen, nehmt euch die Zeit, nehmt euch die Zeit. Das ist im Endeffekt stressfreier. Ihr werdet dann keine Probleme haben mit einem Kind, ich will nicht ins Bett oder so, habe ich noch nie erlebt bei uns. Im Gegenteil, können wir jetzt ins Bett gehen, können wir jetzt ins Bett gehen, da freuen wir uns schon alle immer richtig drauf. Natürlich ist das ein Zeitinvestment, aber mein Gott, im Endeffekt ist es stressfrei und das Kind ist total happy und ausgeglichen. Und du selbst doch auch, das ist doch Quality Time mit deinem Kind. Aber danach geht es für mich wieder weiter. Und natürlich ist mein Kopf abends nicht mehr so fresh wie morgens. Ich bin dann auch mal platt vom Tag, ja. Ich kann auch nicht mehr gut denken und kreativ und jetzt noch Bürokram machen oder Buchhaltung oder weiß ich nicht was, versteht ihr? Ich könnte das quasi morgens direkt nach dem Aufstehen viel effizienter erledigen in kürzerer Zeit, versteht ihr? Das ist das Ding. Man kann nicht alles auf einmal. Und man möchte zwar immer dann direkt alles perfekt machen, ja? Früh ins Bett gehen, früh aufstehen und die Ernährung on point und ins Gym und alles will man auf einmal. Aber ich sage euch, nehmt euch lieber echt Step by Step was vor.
guck mal, festigt erstmal die gute Ernährung, ja, und guckt, dass ihr wenigstens zweimal ins Gym geht. Wenn das sitzt und schon verinnerlicht ist, dann nimm dir das nächste vor. Alles auf einmal, da ist die Chance viel größer, dass ihr komplett das Handtuch schmeißt. Eins nach dem anderen. Erst das eine festigen und dann das nächste dazu nehmen. Um jetzt mal zu den Dingen zu kommen, die im letzten Jahr besonders gut liefen und die ich definitiv mit ins neue Jahr nehmen möchte, weil sie sich unfassbar bewährt haben, ist ja zum einen meine Ernährung. Eben keine pseudo-gesunde Ernährung mehr, sondern wirklich eine hochwertige, gesunde Ernährung. Zu 90% der Zeit. Aber denk mal an die Currywurst, ne? So, und dann meine Supplement-Routine, die hat sich auch absolut bewährt. Ich mache euch definitiv auch noch ein separates extra Supplement-Update-Routinen-Video mit all den Dingen, die ich nehme, die ich wirklich täglich nehme, bei denen ich wirklich einen Unterschied merke und so weiter. Aber einfach mal ganz kurz die Basics, die sich wirklich bewährt haben bei mir, sind natürlich, ich glaube, dazu brauche ich gar nichts mehr zu sagen, D3 und K2 und natürlich B12, sehr hochwertige Produkte von Health Plus Nutrition, nehme ich die alle und ich bin absolut Riesenfan. Und natürlich mein Vitamin C und mein OPC. Das habe ich jetzt das letzte Jahr konsequent wirklich täglich genommen und ich fühle mich einfach sau gut damit. Und ich kann euch sagen, ich war im letzten Jahr einmal vielleicht krank, wo ich eine Woche echt platt war. Und das war's. Ich hatte zwischendurch mal kurz ein bisschen Kehlkopfentzündung. Aber wie schnell war die bitte weg, alle, die das verfolgt haben auf Insta-Stories? Durch Wirsingwickel und Vitamin C und Schwarzkümmelöl. Versteht ihr? Und auch mein Kind war dieses Jahr einmal krank, Leute. Normalerweise gerade in dieser Winterzeit, in der kalten Jahreszeit, wo alle Kinder einen Vollhusten im Kindergarten und jeder ist krank. Normalerweise, klar, mein Kind war auch immer krank, ja. Das war ja eigentlich dann auch völlig normal. Ja, ist normal, jeder ist krank. Aber nein, mein Kind war nicht krank diesen Winter. Weil natürlich habe ich mit dem Upgrade meiner Ernährung auch die meines Kindes noch zusätzlich ernährt. Es gibt noch verbessert, geupgradet. Es gibt noch mehr Gemüse für ihn. Es gibt noch hochwertigere Öle für ihn, ja. Es gibt noch gesünderes Brot als vorher für ihn. Grundsätzlich nur noch selbst gebacken von mir, ja. Natürlich habe ich meine Mackerphasen. Natürlich mache ich mir auch in meine Proteinshakes noch Weizengras rein und Brennnesselpulver. All das machen wir mal detailliert in einem anderen Video. Das führt jetzt zu weit. So. So, Dennis hat mich jetzt in den Baumarkt geschickt. Das schon allein. Das ist eigentlich schon. Komm. Aber, was soll ich da holen? Eine Silikonspritze. Ich habe sie bekommen. Die Silikonspritze. Yeah. Jetzt können wir uns wieder Shots verpassen, Schatz. Komm. Ja, ja, und komm. Fix mir schnell. Und. Bei mir auch. Jawohl. Jawohl. Nee, reicht. Schatz, ich hab dir aber noch was mitgebracht. Was zum Schieben? Schieben? Ja. Guck mal, ich supporte das auch doch. Weil ich weiß, wie er sich freut über den Crap. Komm, du hast es dir verdient. Die, wow, Hammer. Die Currywurst. Die Currywurst. Mit Nougat gefüllt. Jawohl. Danke. Habe ich gestern in meiner Story gepostet, dass bei uns seit Monaten im DM, in allen DMs eigentlich, in meiner Umgebung das Erdnussmus nicht mehr da ist. Ne? Die haben Lieferschwierigkeiten und ich habe 5 Millionen Nachrichten bekommen. Bei uns auch, bei uns auch. Also irgendwie scheinbar hat ganz Deutschland Probleme beim DM mit Erdnussmus. Und beim Rossmann habe ich dann letztens einfach eine gegriffen und ich habe die aufgemacht und fang an zu löffeln. Das hat nach gar nichts geschmeckt, außer nach Zucker und Palmfett. Ja, Zucker und Palmfett war auch drin. Naja, aber ich habe jetzt gesehen, die haben eine neue. Wir haben jetzt neues, reines Erdnussmus, falls es euch weiterbringt. Ich probiere das jetzt mal, wie das so schmeckt. Natürlich mit Möhre, ne? Ja, sind wir schon wieder hier an derselben Stelle und essen Möhren mit Nussmus, ja? Aber, I mean, never change a winning team, okay? Komm, Salz habe ich doch auch immer dabei. Wo ist es? Wo ist es? Muss man eigentlich erst umrühren, ne? Ich hatte in meiner letzten Massephase, wo ich richtig Gas gegeben habe mit dem Essen und auch viel Crap gegessen hatte, aber eben auch noch weniger Fett, da hatte ich ähnliches Gewicht, etwas mehr vielleicht, noch ein Kilochen mehr oder so, aber es ist ein ganz anderer Look jetzt heutzutage.
Auch wenn ich da vielleicht noch mehr Armmuskulatur hatte. Jetzt habe ich aber definitiv mehr Schenkel-Gains, ja. Das wirkt sich aus auf die Shape, Leute, die Nahrungsmittelwahl. Denn ihr müsst das wirklich immer im Hinblick auf die Hormone sehen, ja. Ich habe damals wesentlich mehr Cheats eingebaut, viel mehr Zucker und dafür weniger Fett. Und der Zucker wirkt negativ aufs ganze Hormonsystem und Fett wirkt halt positiv aufs Hormonsystem, ja. Es ist wirklich ein ganz anderes Ergebnis, weil die Hormone einfach on point sind, zumindest bei mir. Ich merke das ja auch immer wieder an meinem Zyklus zum Beispiel, der einfach auf den Tag genau einfach ist, ne? Einfach, ja, einfach. Ja, das nur noch mal am Rande. Deswegen, Leute, ja, probiert's mal aus, weniger Zucker. Ich habe das schon von so vielen Mädels gehört, die auf Zucker verzichtet haben, mal wirklich eine gute Weile, mal mehrere Monate. Die haben gesehen, oha, ich nehme plötzlich an Stellen Fett ab, wo ich es nie für möglich gehalten habe. Es ist eine andere Verteilung, Leute. I'm telling you! So. Listen to your mommy. Genau. Ne? Alles gestrichen. Alles fertig. Alles. Nüsschen. Zeit. Wieder zu Hause. Schweinedunkel. Dennis holt gerade Romeo ab von seinem Kumpel. Also von Romeos Kumpel. Und ich mache Abendessen. Wir sind momentan voll im Suppenfieber, deswegen mache ich jetzt eine Suppe. Da kriegst du so viel Gemüse rein. Und die sättigt gut und die ist low calorie. Und ich muss euch ganz ehrlich sagen, ich bin so satt. Ich habe es heute mit den Nüssen übertrieben. Ich habe vielleicht 200 Gramm Nüsse gegessen. Das ist auch ein bisschen too much. Also mit der ganzen Nussbutter da noch. Ich bin so satt, ne? Aber gut. Ich hau in meine Suppe einfach immer alles rein, was ich so finden kann an Gemüse. Gerne auch Gemüse. Also es gibt ein Gemüse wirklich nur, was der Romeo nicht so mag. Und das sind Zucchinis. Und die kann ich da gut reinmogeln. Das checkt der nicht. Ansonsten bin ich nicht dafür, Gemüse unterzujubeln. Das sollen die ruhig kennenlernen, was sie da essen. Ne? Man muss nicht alles immer irgendwie da unterjubeln und so. Die sollen das Gemüse in ihrer ganzen Form kennenlernen, wenn man das von Anfang an mit denen so handhabt. Und auch selber tut vor allen Dingen, dann sollte es da keine Probleme geben. Das schnibbel ich jetzt alles hier klein. Wichtig ist auf jeden Fall eine Zwiebel und viel Knoblauch. Ich putze das ganz gerne vorher ein bisschen Avocado-Butter an. Und Kürbis mache ich heute auch rein, vielleicht sogar noch ein paar Linsen. Dann mache ich gerne Kräuter, viele, viele Kräuter rein. Tiefkühl und auch, wenn es geht, fresh. Und allerlei Gewürze, Meersalz, Muskat ist wichtig. Ich mache auch Tiefkühlgemüse gerne rein. Davon gibt es auch ein extra Suppengemüse mit Lauch. Das macht auch nochmal ein richtig schönes Suppenflair. Also ich mache mich an die Arbeit. Und das ist mein neuer Entsafter, den wollte ich heute eigentlich noch in Gang setzen. Mal schauen. Guck, wunderbar, easy. Da musst du das Ganze auch nicht so klein schneiden. Kannst du einfach grob da reinwerfen. Gießt du mit Wasser auf und die ganzen Gewürze da drin schön. Und dann wird das mit dem Mixstab püriert. Und dann, also wir persönlich machen uns dann immer noch schön Öl rein. Kürbiskern und Hanföl und so weiter, ne? Dann am Schluss. Ja? Na, herrlich, herrlich. Leute, mir ist gerade meine Kamera runtergefallen. Sie ist kaputt. Er hat noch alles versucht, sie zu retten, aber sie ist kaputt. Ich weiß nicht, vielleicht ist das ein Zeichen, dass ich jetzt den Vlog an dieser Stelle beenden sollte. Dann mache ich das auch. Wir essen jetzt Suppe bzw. Öl mit Suppe drin, ein bisschen. Und dann müssen wir später noch Schatz Römlis Geburtstag vorbereiten. Ja. Denn Römli hat ja übermorgen Geburtstag. Er wird 6. Und wir haben 10 Kinder da. Und du musst noch Schatzkarte basteln. Genau. Und ich muss noch die Pinata befüllen. Ich mache immer Pinata, das ist mega. Da haben die so viel Spaß dran, da drauf zu kloppen. Aber ich befülle die immer selber. Kauft niemals eine schon befüllte Pinata, nur Schrott drin. Ich habe richtig gute, gesunde Leckereien gekauft, aber wirklich leckere, ne? Aber trotzdem gesund, so leckere Riegel und so Xylitbonbons. Gummibärchen habe ich tolle gefunden, nur aus Fruchtsaft. Sehr, sehr gut. Und ansonsten, du bringst ja auch schon was in den Kindergarten mit. Ne? Das ist immer Wahnsinn, was die Kinder normalerweise an Zucker konsumieren an diesem Tag. Und das versuche ich absolut zu vermeiden. Deswegen, in den Kindergarten bringen wir die Nussecken mit. Die kommen da immer mega gut an. Rezept hier. Die okay. Sind so Bombe. Und dann backe ich an seinem Geburtstag noch Schokomuffins. Schön mit dunkler Schokolade überzogen. Weißt du, so schön wenig Zucker. So ganz hoher Kakaoanteil. Hauptsache Schoko, weißt du. Und dann gibt es Obst, Rohkost, ich mache eine Pizza, eine gesunde selber. Und was haben wir noch?
Das war's, oder? Ja, ja, das war's. Wunderbar, alles klar, läuft. So, Leute, ich hoffe, ihr konntet irgendwas aus diesem Vlog ziehen, habt wieder was gelernt, ein bisschen Motivation dazu geschöpft, Inspiration, ja, macht mal ein bisschen zuckerfrei. Und wir sehen uns beim nächsten Video und dann bringe ich mal den Entsafter auch in Gang, ey. Da kriegt man richtig Bock schon auf eine Juice Cleanse. Sollen wir mal irgendwie so 2-3 Tage Juice Cleanse machen, Schatz? Mach! Okay, bis dann, macht's gut, ciao. Ciao!